Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bildrechte bei MEMS. Aktuell wurden wir von Toxic FM angefragt, wie es denn so ausschaut mit den Bildrechten und damit auch mit den Urheberrechten bei sogenannten MEMS. MEMS sind Bilder, in denen man kleine Texte einfügt. Manchmal sind diese lustig, manchmal auch kritisch. Zuletzt wurden deutsche Blogger abgemahnt und mussten 800 Euro Strafe zahlen, weil sie ein solches Bild benutzt haben. Ob das gerechtfertigt ist, das prüfen wir jetzt mal schnell durch. Erstens, bei den MEMS ist es genauso wie bei sonstigen Urheberrechten bei Bildern. Diese liegen beim Fotografen. Oder wenn sie von Getty Image erworben wurden, bei Getty Image. Das heißt, man darf solche Bilder nur nutzen, wenn man dazu die Lizenz erworben hat. Bei MEMS ist es jedoch oft der Fall, dass man gar nicht weiß, woher die Bilder überhaupt stammen. Manche Bilder werden auch frei vergeben. Davon darf man in diesem Fall aber nicht einfach ausgehen. Man muss also kritisch beurteilen, ob man das Risiko eingehen möchte, diese Bilder zu benutzen und eine Abmahnung zu erhalten. Sind Abmahnungen in dieser Höhe denn überhaupt gerechtfertigt? Tatsächlich ist es so, dass wenn man Urheberrechte verletzt, man nicht nur verpflichtet ist, die normale Lizenzgebühr zu bezahlen, die man üblicherweise auch bezahlen müsste, sondern auch einen sogenannten Schadensersatz. Der liegt im Normalfall beim Umfang von nochmal 100% der Lizenzgebühr. Sie sollten sich also genauer überlegen, ob Sie die Bilder einfach benutzen möchten. Ist es denn gerechtfertigt, dass jemand 100.000 Dollar mit solch einem Mem verdient, indem er Leute abmahnt? Tatsächlich ist es so, dass die Rechte bei ihm liegen. Auch das Nichtwissen der User schützt vor Strafe nicht. Man ist natürlich dann verpflichtet, sich den entsprechenden Umständen anzupassen. Man sollte jedoch allgemein prüfen lassen, ob die Höhe der Abmahnungsgebühr insgesamt gerechtfertigt ist. Wenn Sie solche MEMS also verwenden, sollten Sie sich im Klaren sein, dass Sie entweder eigene Bilder benutzen, prüfen, ob die Urheberrechte nutzungsfrei zur Verfügung gestellt wurden, oder Sie würden dieses vielleicht ganz weglassen. Zusätzlich ist noch die Frage, macht es einen Unterschied, dass ich die Fotos nicht gewerblich benutze? Nein, tatsächlich ist es so, dass es keinen Unterschied macht, ob die Bilder gewerblich oder nicht gewerblich benutzt werden. Ich habe dann noch die Anfrage bekommen, aber so viele Leute benutzen das. Macht das vielleicht einen Unterschied? Nein, auch wenn viele gegen ein Gesetz verstoßen, heißt es noch lange nicht, dass dies dann erlaubt ist. Tatsächlich ist es so, dass auch wenn alle User gegen die gesetzlichen Regelungen des Urheberrechts verstoßen, dies noch nicht heißt, dass es dann erlaubt ist. Kann ich mich als User noch anderweitig dagegen schützen? Nein, es ist tatsächlich eigentlich nur so, dass man eigene Bilder verwendet oder ganz darauf verzichtet.